Hey Leute, hier ist der Eimerwerfer und ich begrüße euch bei der neuen Folge Let's Play GTA 5, der Story-Modus. Wir spielen mit Franklin und meine Stimme hört sich noch ein bisschen komisch an, denn ich war ja oder bin jetzt schon seit 3 Wochen krank. Zwischendurch, falls es jemand interessiert, war ich mal wieder ein paar Tage fit, da ich mir alles Mögliche an Medikamenten reingeschmissen habe, um Star Wars, das Erwachen der Macht, im Kino zu sehen. Und da dachte ich, bin wieder gesund, aber da ging es wieder los danach. Ja, ich hau jetzt ab. Ich habe ja ein Date mit Lester, aber vorher möchten wir nochmal zum Friseur, denn ich habe die Faxendicke von meiner Frisur. So. Automatische Speicher im Pausemenü ist derzeit ausgeschaltet. Schalte es ein und spielstelle in GTA 5 automatisch zu speichern. Okay, jetzt nochmal kurz. So. Und dann gucken wir mal auf die Karte, wo hier ein Friseur ist. War hier nicht in der Nähe einer? Also hier war ein Laden, aber das war ja wieder nur so Scheißklamotten, ne? Discount Store. Hier oben gibt es. Ach, das ist ein Stripclub. Ich dachte, da gibt es jetzt Schuhe. Da ist ein Friseur. Da wollen wir hin. Ich glaube, da waren wir auch schon das eine Mal und haben uns diese Frisur zugelegt. Mir gefällt die Mode von Franklin immer noch nicht. Wir nehmen mal dieses Auto hier. So, rüberrutschen. Was haben wir hier bei meinem privaten Radiosender? Komme ich nicht rauf? Ja, nehmen wir das. So, ich habe jetzt die Textur nochmal auf hochgestellt. Es läuft ja jetzt im Story-Modus läuft es noch relativ flüssig. Obwohl der Bereich für die Grafikkarte schon rot war, weil meine Grafikkarte nur 2 GB hat. Und ich bräuchte für die hohen Texturen wohl 2,6 GB oder so. Ach, wir müssen hier auf der anderen Seite. Oder sowas. Wir fahren mal hier lang. Ach, da sind wir schon. Ich hatte ja vor 2 Tagen oder 3 Tagen da meinen ersten Livestream zur Feier von 500 Abonnenten. Gemeinsam mit Kulai. Und das hat Spaß gemacht. Das wollen wir jetzt eventuell einmal die Woche machen. So ein Livestream. 1 bis 2 Stunden rumspielen. Die Stadt erkunden, Faxen machen oder so. Natürlich habe ich auch schon wieder Daumen runter. Vielen Dank dafür. Für die Hater, die meine Videos scheiße finden. Ihr könnt ruhig mal schreiben, warum. Ob ihr nur meine schöne Stimme scheiße findet, denn davon gibt es genug Weihnachtsmänner, die meine Stimme nicht mögen. Aber es gibt auch genug YouTuber, die haben eine tolle Stimme, aber die kommentieren scheiße. Und genau deswegen mache ich das hier nämlich selber, weil mir das Gelaber von diesen Affen ankotzt. Also, wo müssen wir uns hinsetzen, Baby? So. Frisuren, ja. Da habe ich mal kurz Afro. Nein. Weil ich finde, dieser Afro, den wir jetzt haben, der ist nicht so cool. In GTA San Andreas finde ich den besser. Na, so sehen wir auf jeden Fall schon gefährlicher aus, aber ich wollte irgendwie was anderes noch. Das ist natürlich auch immer gefährlich. Ja, sowas in der Art vielleicht. Mehr gibt es hier nicht. Gibt es hier noch einen anderen Friseur, der mehr zu bieten hat? Ah, nehmen wir erstmal das This hier. is some of my best work yet. Ja, im Ernst? So, doch, ich finde, jetzt wirken wir schon mal ein bisschen erwachsener. Bärte, ich finde diese Stoppeln gar nicht so ja, Terroristen sind ja gerade so, ich sag mal in oder im Kommen. Ist nicht lustig, ich weiß. Tut mir leid. Aber ich nehme erstmal diesen Bart, weil wir haben Winter, es ist kalt draußen und damit mein Gesicht nicht so friert, nehme ich mal diesen Bart. So, hat sie mir jetzt ein bisschen Bart dran geklebt. Ja, da können sich wieder Spinnen drin einnisten. Jo, danke, du Schlampe. Oh, da ist die Straßenbahn. Kriegen wir die noch? Kriegen wir die Straßenbahn noch? Ah, scheiß, was war das? Egal. Ey, ich muss die Bahn nehmen. Ah, ja. So, mal gucken, wo die jetzt hinfährt. Das wollte ich immer machen. Ich gehe mal in Ego. Ach du Scheiße, sehen wir hässlich aus. Aber ich glaube, die Texturen wirken sich schon aus. So, jetzt sind wir in Ego-Perspektive. Fährt die Bahn jetzt bald mal los hier, oder was?
Was habt ihr denn? Ich hab den doch... Hä? Ich hab euch doch gar nichts getan. Ah, jetzt fahren wir endlich los. Oh. So kann ich die Kamera wechseln. So gucke ich raus. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hinfahren. Ich mache mir schon mal einen Marker bei Lester. Wo wollte der mich denn treffen? Da oben. Da ist ein L. Lester. Wo fährt denn jetzt die Bahn hin? Wir fahren nach Norden oder Nordosten. Na, guck mal, wenn ich steigen wir bei der nächsten Haltestelle aus. Aber ich finde das schön. Ach, gibt es nur diese zwei Perspektiven hier? Im Online-Modus kann ich wenigstens während der Fahrt noch... Ach, da ist auch noch eine schöne Perspektive. Im Online-Modus kann ich wenigstens während der Fahrt noch in der Bahn rumlaufen. Deswegen will ich auch noch mal die Achterbahn ausprobieren. Ah, jetzt habe ich mich da hingesetzt, habe ich gerade durch ein Fenster gesehen. So, wo sind wir denn jetzt hier? Nee, ha, ach, das kommt nur, weil ich nach da gucke. Wir fahren schon in der richtigen Richtung. Aber ich glaube, hier geht es jetzt nach Norden. Mal gucken, ob da eine Haltestelle ist. Wenn nicht, müssen wir irgendwie rausspringen oder so. Das gefällt mir. Oh. Ja, tut mir leid. Vielleicht kriege ich deswegen mal Daumen runter, weil ich so wenig hier rumtöte oder so. Aber so langsam ist das kacke hier. Ich muss hier raus. Ich will hier raus. Kacke! Da sitze ich. Scheiße, Mensch! Eine Straßenbahn hält doch immer alle paar Sekunden normalerweise. Was ist das für eine Kackstadt hier? Na gut, das ist so eine, die fährt weite Strecken, wie es aussieht. Da, hier ist eine Haltestelle. So, darf ich mich spielen hier? Ich will hier raus. Lass mich raus! So. So. Meine Ego-Perspektive hier. Ich habe jetzt herausgefunden, ich habe mal online ausprobiert. Ego-Perspektive funktioniert tatsächlich auch Auto-Aim. Nach zig Monaten bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen. So, und wir wollen jetzt zu Lester. Das heißt, wir brauchen ein Auto. Das Auto kommt doch wie gerufen. So. Stell dich nicht so an. Raus, mein Auto. Oder was sagt der Terminator? Aussteigen. Nee, jetzt wollen wir doch wieder da lang. Also das Navigationssystem, das verwirrt mich immer wieder. So. Radio. So. Oh. Jetzt fahren wir zu Lester, denn wir wollen ja in der Story weiterkommen. Grüne Ampel. Aber Linksabbieger muss Rechtsabbieger vorlassen. Oh. Aber ich sehe die ganzen Fahrbahnmarkier. Ach, scheiße. Ich darf das! Ich habe eine neue Frisur, ich habe Sonderrechte. Das Auto hört sich schön an, ob ich das mal frisch mache hier. So, jetzt müssen wir hier stehen bleiben. Aber die Ampel ist grün. Was ist das schon wieder? Oh, die, ah, wir fahren 20 Meter und dann kommt schon wieder eine rote Ampel. Ist ja unglaublich. Schummel nicht mal hier so vorbei. Ich tue mal so, als wäre ich ein Motorradfahrer. Hier ist wieder ein Auto der Grüssels. Wir sind gut vorbeigekommen hier. Was ist das hier für ein Scheiß? Ah. Oh, ich finde den Sound toll.
Muss mich ein bisschen konzentrieren, dass ich nicht immer überall gegenfahre. Also entweder bilde ich mir das so ein, aber oder in Texturen auf hoch erscheint das Spiel im neuen Glanz. Und es läuft da jetzt noch ganz gut. Schöne Hupe. Platz. Ich wechsle mal wieder die Perspektive hier, so. So, hier muss irgendwo der hässliche Lester sein. Ups, das war keine Absicht. Der ist mir davor gesprungen. Ich steig einfach mal hier aus und tu so, als wäre das nicht mein Auto. Lester, wo bist du? Ah. So, what's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit. Y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the nigga deserve to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. And he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using Mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right. Fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Begib dich zum Hotel, ja. Dann nehmen wir auch wieder unser schönes Autogerät hier. Da ist ein bisschen Blut dran, aber das fällt hier nicht. Ja doch, das ist ein schöner Kontrast zum ganzen Rost und verblichten Lack und was auch immer. So, hallo. So, dann gucken wir, dass wir hier irgendwie wieder auf die Straße kommen. Oh, ich freue mich so auf Mafia 3. Ich habe ja Mafia 2 sogar mit meinem alten Computer noch gespielt und das hat er hinbekommen. Das ist ja auch schon 10 Jahre her. Mann, das war 2010, habe ich das gespielt, dass das Spiel schon so alt ist. Unglaublich. Da habe ich natürlich mit Maus und Tastatur gespielt. Ich weiß gar nicht, ob man das mit Gamepad auf PC spielen konnte und ob es da dann auch Auto-Aim gab oder sowas. Aber bei Mafia 2 fand ich das gerade geil ohne Auto-Aim. Da konnte ich auch viel besser schießen als hier mit Maus und Tastatur. Ich weiß nicht, woran das liegt. Denn hier benutze ich ja immer gern Auto-Aim. Denn das hier betrachte ich nicht so als Ballerspiel. Deswegen lasse ich mir da gern helfen. So, Mann, ups. Also die Handbremsenaktion, die kriege ich noch nicht hin. Fahren wir hier lang, hier ist sogar eine grüne Ampel. Und hier lang. Und schafft man das? Ja, der hat, glaube ich, abgebremst. Da ist ein Waffenladen. Hier müssen wir rüber. Und grüne Ampel. Was ist denn hier los heute? Aber hier ist rot geworden. Faszinierend. Das ist ja faszinierend hier, diese Ecke. Ich glaube, hier hole ich mir auch ein Apartment. Machst du noch ein Parkhaus?
Auto. Aber sie sind falsch rumgefahren. Muss ich hier lang? Ja. Vom Behindertenparkplatz. Nein, ich bin nicht behindert. Aber deswegen parken wir auch rückwärts ein, weil wir es können. So. Oh, scheiße. Scheiße. Muss nur noch schnell sein hier. Dann gehen wir mal nach oben. Guter Sicht aufs Hotel. Gibt es hier ein Treppenhaus? Keine Ahnung. Eine Minute. Oh, die Zeit rennt. So geht's hier noch höher, oder was? Ja. Schneller Lauf! Fünfzig Sekunden, oh, das wird doch wieder nix. Ich will noch einen höher. Aber, ach, da ist doch ein Treppenhaus. So, auf welcher Seite ist das? Es ist jetzt das Hotel. Scheiße! Ich sehe doch gar nichts. Ich glaube, die Stelle hier ist scheiße. Die Stelle hier ist abgefuckt. Okay, das müssen wir nochmal machen. Kacke! Schalte die Zielperson aus. Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get through one day without some wannabe hippie waving an anti-globalization sign in my face. Kacke. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ich hätte nicht nach ganz oben gehen dürfen. Oh, nein. Dann fahren wir doch mal hinterher. Wo ist mein Auto? Nehme ich das hier? Sogar auf. So. Exit ist sogar hier richtig. So, mal gucken, ob wir das hinkriegen hier. Aber ich habe keine Haftbomben, oder? Habe ich Haftbomben? Das ging aber schnell. Franklin ist tot. Erneut versuchen, ja. Mann, 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 Mann. So, wir sind schon da. Und dann bleiben wir auch hier. Hier können wir perfekt gucken. Wenn wir hier schon stehen. Hier hätten wir wahrscheinlich sowieso stehen bleiben müssen. Checkout in einer Minute. Oh, und jetzt wieder mit... Ich wechsle mal kurz so Maus und Tastatur. So, eine Minute noch. Muss ich immer wieder neu ranzoomen hier. Der saß eben auf der linken Seite. Könnte auch eigentlich, wenn er hier so ist und... Oh, so, die müssen weg. Puh, ist das
Da, die Tür ist aufgegangen. Da ist noch keiner drin. Was ist los? Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get through one day without some wannabe hippie waving an anti-globalization sign in my face. Scheiße da. We got a shooter. Take cover. Weg hier! All nearby units report immediately. Ich gehöre nicht zu denen. Ich habe gar nichts gemacht hier. So, jetzt schnell weg. Du. Ist doch kein Ding, die Idioten hier abzuschütteln. Können doch alle kein Auto fahren. So, oh, von vorne kommen Bullen. Das ist nichts gut. Fahren wir mal hier lang. Hau ab da! So, dann fahren wir hier lang. Und dann... Scheiße! Bestanden! Der Hotelmord. Ja. Was haben wir hier? Oh, falsch. Benötigte Zeit, Kontrollpunkt, Kanalbild, Bonus, Scharfschützen, weiter. 9000. Machen wir die Mucke aus hier. Oh. Oh, Lester wird angerufen. Hey, it's done. I know, good work. Alright, well shit, let me know about the next thing. Will do, but before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets and property, so we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man, whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there, you know, for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Meaning I don't have to live with my crazy-ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking. That probably isn't gonna happen. It's yours. Enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Ja, wir haben eine neue Butze. Franklin hat jetzt eine neue Wohnung in Wynwood Hills bei Haus. Dort kannst du deinen Spielstand speichern und dich umziehen. Dann wollen wir da mal hin. Das machen wir in der nächsten Episode. Also in der nächsten Episode schauen wir uns unsere neue Butze an. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Ciao. So, die wollen wir uns mal von nahen angucken hier. Hi. Oh, sorry. Scheiße, ich bin so ein Tollpatsch. Nein, Baby. Was? Was ist jetzt los? Ich würde jetzt aufgefressen von irgendwas. Nee. Ah, oh, scheiße, ist immer dasselbe mit den Frauen hier.